Und weil wir ja jetzt eine Karte erobert haben, dürfen wir eine weitere Mission machen. Die Zusatzmission für die schwarzen Boote. Warning, Allied forces approaching, Black Boat defenses online. A man must strike while the iron is hot. We must attack with the army we have. Launch an all-out assault and crush the enemy before they reach the lab. Loading Chagar and Zack tag battle program, violence inhibitor overridden. Hey, I don't mind tight spaces, but Black Hole has tons of dudes. If they rush us, we're gonna get seriously owned. The research lab itself is lightly guarded, so here's what we're going to do. The Orange Army will guard our headquarters and send a small squad take over the lab. While they do that, the blue team will hit the enemy with everything they've got. The orange team should use their indirect combat units as much as possible. You can't afford to lose units with good vision while in a fog of war mission. If we capture the lab, we'll get plans for the brick boat? Brick boats don't float, Colin. It's called a black boat. Maybe you need glasses. Brick, black, whatever, it repairs units, we need it. So, in dieser Mission speziell, wir haben zwei Armeen. Bedeutet, zwei Armeen, a 2 Kurs, sind 4 Kurs, die wir einsetzen dürfen. Das heißt, der einzige Kurs, der hier jetzt außen vor bleibt, ist Max. Was jetzt daran liegt, dass ich Colin und Sascha als Tech-Kombinationspaar richtig gut finde. So, und jetzt dürfen wir das erste Mal das hier benutzen. Das ist der Skill-Table, denn hier haben wir jetzt ein paar Skills. Da Jake auf Rang 1 aufgestiegen ist, haben wir die ganzen Skills von Rang 1 zur Verfügung und wir dürfen uns davon eine aussuchen. Was wir haben, wir können uns 5% direkten Angriff nehmen, 5% indirekten Angriff, dann 8% Verteidigung gegen direkte Angriffe, 8% Verteidigung gegen indirekte Angriffe, dann Combat Pay, 2% von dem, was wir kaputt machen, kriegen wir als Geld. Und Luck, Random Higher Damage. Und das ist meiner Meinung nach der beste. Es ist zwar der unzuverlässigste, aber der beste. Vor allem, weil zusammen, also das habe ich ja noch gar nicht erzählt, diese Synergiesterne, die haben nämlich auch diese passiven Effekte. Für jeden Stern gibt es 5% mehr Glück. Da Jake und Rachel zusammen 2 Sterne haben, haben sie 10% mehr Glück. Zusätzlich zu dem Luck, das sie hier noch haben, sind das dann schon 20% mehr Glück für Jake. Außerdem hat man standardmäßig 10% Glück, das heißt, Jake hat bis zu 30% mehr Glück. Das ist schon mal relativ gut. Damit kann man einiges ausrichten. So, Colin und Sascha haben beide noch keine Ränge, deswegen kann ich bei denen jetzt auch nichts machen. Also, dementsprechend können wir jetzt loslegen. Und wenn wir diese Mission schaffen, dann können wir unsere eigenen schwarzen Boote bauen, also die Black Boats. We're gonna boost the Black Hole unit and use it against them. Seems kinda cheap. Well, it isn't. You know, Yellow Comet practices a martial art called Aikido that uses an enemy's own power to defeat him, and that's what we'll do. It's a legitimate strategy. Now stand tall and look the enemy in the eye and take that black boat. So, wir dürfen einen Haufen Einheiten hier mal abknallen, denn zum einen benutze ich hier unten mal schön diesen Choke Point. Und zum anderen möchte ich da oben die Basen da einnehmen, damit wir hier auch was machen können. Moment mal, da stelle ich mich hier mal kurz auf den Berg, damit ich da noch ein bisschen bessere Sicht habe. Den Panzer da oben brauche ich jetzt nicht wirklich, ich brauche den eher da unten. Weil ich muss da jetzt so viel anschießen, wie ich kann. Während die da hochgehen.
da hat das Glück schon mal zugeschlagen. So, mit ein bisschen Glück wird das jetzt sogar ein One-Hit. Ja, aber nicht ganz, aber passt. So. Erstmal schön alles anschießen, was wir irgendwie können. Denn ich brauche hier relativ schnell eine Tag Power mit den beiden. A unit that can repair other units. That must be the Black Boat. If they are caring enough to help their allies, how can they do this to the land? Healing with the one hand and warning with the other? It makes no sense. Do you think that means there are all kinds of people on their side too? You're the only one who would wonder about this kind of thing, Sasha. You really do have a kind heart. So, Colin und Sasha zusammen. Das kann ja nur schön werden. Es ist zwar auch gut, ihre Speer kaputt zu haben, weil sie dann nichts mehr sehen. Allerdings möchte ich auch vor allem ihre schweren Panzer weghaben. Und ich brauche mehr Sicht. Das sollte erstmal alles sein, was wir brauchen. Chaga ist schon fast mit der Super voll. Und er schießt meinen Medium Tank an, das gefällt mir nicht. Die Sache ist, dieses Mal kämpfen wir auch gegen einen Gegner, der genau das gleiche benutzt, was ich jetzt auch gerade benutze. Denn Chaka und Zack haben eine Synergie. Und das ist etwas, was mir nicht unbedingt gefällt. Bedeutet, dass auch sie etwas mehr Glück haben. Moment, ich muss hier mal ganz kurz was überprüfen. So, Jakes Gabe ist voll, das ist gut. Oh, das war ein schöner One-Hit. Anschließen. Das macht zwar nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. So, 4 Sterne sind voll, das reicht. Jetzt können wir changen. Ab jetzt darf Rachel. Und das Problem ist nur, dass die beiden jetzt eine Attack Power haben. Und zuallererst muss ich diese Artillerie hier wegmachen. Denn die ist das, was das ist so eine Sache, weil die genau meinen Kampfpanzer da oben erwischt. So, mehr kann ich gerade leider nicht, wobei doch eine Sache kann ich noch machen. Ich
können das U-Boot hier versenken. My speed knows no equal. So, und jetzt haben wir das erste Mal eine synergierte Tech Power. Und da geht die Power ein bisschen über die 100% drüber und die Gabe hat sogar einen Namen. Das hätte ich euch in der letzten Mission auch schon gern gezeigt, allerdings werdet ihr es jetzt höchstwahrscheinlich gleich selber sehen. Je nachdem, wie viel die mir jetzt kaputt machen und wie stark die meine Gabe jetzt noch aufladen. Die schießen mir jedenfalls erstmal meinen Kreuzer ab. Einiges kaputt hier. Oh, die haben Colin jetzt schon so weit, dass der fast eine Spezialgabe hat. Bringt mir nur leider gerade nichts. Jetzt hat aber ganz schön Glück der Chugger. Und da oben kommt er auch noch. Schauen, vielleicht können wir hier mit ein paar Distanzangriffen noch eine Tech Power triggern. Da kriegen wir noch einen Kreuzer. Oh, wir haben sie. Das ist gut. This time I'm serious. Was Rachel Spezialgabe macht, habe ich euch, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Und hier kommt der Orange Crush. So, der hat jetzt erstmal schön zwei Raketen reingekriegt. Was so viel heißt, wie da hinten hat alles nur noch maximal 4 HP. Da kann ich jetzt mit zwei Angriffen schön durchrotzen. Außerdem kommt die Tech Power hier jetzt perfekt, weil ich jetzt gerade das Ding da besetzen muss. Und das kann ich in zwei Zügen schön machen. Shakes Fernwaffen haben jetzt auch erhöhte Reichweite. Und wenn ich von der Ebene aus angreife, eine immense Feuerkraft.
So, das war's aber jetzt erstmal. Artillerie noch, okay. Ich brauche jetzt mal ganz schnell ein bisschen Geld. Weil ich wieder die Sichtweite brauche. Kommt er mit seiner Infanterie an. Oh, wie süßen 2 HP Artillerie. Was aufbauen. Wenn ich hier unten erstmal den ganzen Rest kaputt mache. Da haben die ja noch ganz schön was stehen. Allerdings nicht mehr wirklich gesund. So. Jetzt passt's. Ein Neotank weniger. So. Machen wir erstmal nix. Den angegriffen hat, weil dann kann ich jetzt mit meiner Mechanheit seinen Panzer kaputt hauen. Oder zumindest erstmal unschädlich machen. Weil mit nur noch 3 HP ist er keine große Bedrohung mehr. Immer schön von der Ebene aus draufhauen. Und das war's dann erstmal wieder. Sonst noch
irgendwas? Nö, da steht nur noch dieser APC da. Okay, da brauchen wir mal ganz schnell ein kleines Gab. Eine kleine Gabe. Gibt doch keine Verniedlichungsform davon. Dann werde ich mal ganz kurz die Kurse auswechseln. Weil unter Umständen muss ich die mal kurz Market crashen nachher. Schauen, was ich schneller hinkriege, seine Armee auszulöschen oder ob ich es eher schaffe, sein Hauptquartier zu besetzen. Ein bisschen nach unten. Ja, da ist ein bisschen was weggegangen. Und dann kaufen wir uns noch einen B-Copter und dann dürfen wir wieder durchwechseln. Der Schusslinie raus. Aber wenigstens das können wir noch kaputt machen. Nachdem da unten nichts mehr ist, können wir eigentlich komplett nach oben durchmarschieren. So ein Orange Crush als Tech-Gabe, der hat da schon reingehauen. Ich muss jetzt nur noch irgendwie diese dämliche Artillerie da wegkriegen. Den Panzer da oben habe ich jetzt zum Glück schon weggemacht. Der ist nämlich runtergekommen. Der steht jetzt hier und versucht meine Artillerie irgendwie was anzuhaben. Ich weiß, was man mit seinen Einheiten machen soll, ist immer schlimm. Ich glaube, zu einer Super oder einer Tech komme ich eh nicht mehr. Also können wir das hier machen.
Give it up, fool. Beatdown. Das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Spiel auf Englisch spielen wollte. Weil ich gar nicht mal erst sagen will, wie diese Gabe auf Deutsch heißt. Weil da, wenn ich euch das sage, dann gibt's Facepalms. Mal ran. Zack nochmal ins Feld. Schauen wir mal, vielleicht ist das hier schon seine letzte Einheit. Research Lab captured. Candy will punish. 4 capacitator overloading. This is your mess to clean up, Chugger. I'm leaving for the next battlefield. Zack, unfair, unfair. Retreat, retreat, retreat. We've secured the lab's blueprints and the equipment. Now let's head for home. R&D needs to get started and so we can deploy the black boats as soon as possible. Sweet, we did it. Now we won't have to send so much stuff to the scrap heap. Da gibt es 300 Punkte, und zwar für alle 4, die in diesem Kampf teilgenommen haben. Und Rachel ist damit ebenfalls auf Rang 1 aufgestiegen. Perfect, keep it up, Jake. That was sweet. An dieser Stelle mache ich wieder eine kleine Aufnahmepause und ihr könnt ja anhand der nächsten Mission schon schön sehen, gegen wen wir da mal kämpfen dürfen. Zumindest der Kollege hier sollte euch noch bekannt sein. Ups, da hat es gerade geleckt im Spiel. Aber das erst in der nächsten Aufnahme. Ich habe schon wieder fast 2 Stunden aufgenommen, also. Das heißt fast 2 Stunden. Bisschen über 1,5 Stunden waren es. 1 Stunde 37 bin ich gerade. Aber das ist erstmal wieder genug für diese Aufnahme. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß an diesem Spiel. Ansonsten sage ich, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, sprich übermorgen. Also bis dahin werde ich. Na ja, gut, für mich wird das an irgendeinem anderen Tag sein, weil zu kompliziert. Bevor ich jetzt noch weiter Scheiße labere, ich mache einfach die Aufnahme zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.